Neuer Alex ist wieder am Start und herzlich willkommen zu einem neuen Gaming-Video. Heute kommt eine nächste Folge der FIFA 18 Trainerkarriere mit Sturm Graz. Gleich werden wir die Europa League abschließen. Wir werden mit höchster Wahrscheinlichkeit in der Europa League Kaufhaus sein. Auch wenn wir das anfangs der Europa League eigentlich nur von Träumen konnten, in einer starken Gruppe mit Arsenal, Freiburg und Sparta Prag, hätte ich nicht gedacht, dass wir nach fünf Spielen auf dem zweiten Rang stehen. Das heißt, heute reicht ein Punkt gegen das Freiburg, um weiterzukommen. Es könnte sogar eine Niederlage reichen. Eine vielleicht nicht so hohe, vielleicht eine mit einem Torunterschied. Ich denke nicht, dass Sparta Prag gegen Arsenal einen hohen Sieg machen wird. Also, es sieht sehr, sehr, sehr gut aus. Weiter werden wir diesen Folge, also die letzte Folge im Jahr 2017. Kalender. Lars Klintz, dann der Austria Wien und SK in St. Pölten. Wahrscheinlich werde ich Austria Wien noch spielen, das ist nur ein Top-Spiel aus. Also erst gehen wir gleich ins Spiel. Genesse Freiburg gegen den momentan einen Verein, den ich ja momentan in einer anderen Karriere auch habe. Die aber andere Spiele haben, weil ich in den aktuellen Kader runtergeladen habe. Wenn ich natürlich mit Doppelmannschaft spielen werde, mit Kubianschaft vorne, natürlich. Das und Röcher. Ich in der Vorwinkel, so, kompakt stehen, immer definitiv kompakt stehen. Und ich bin schon eher defensiv eingestellt. Nicht voll auf, aber auch nicht voll defensiv. So, kann losgehen. So, die Marschrichtung heute in diesem Spiel. Was in der Europa League noch dabei sind, hätte ich nicht gedacht, dass wir in der Rückrunde noch Minimum 2 Spiele in der Europa League machen werden. Hätte ich auch vielleicht höchstens, dieser Platz ist möglich, aber manchmal. Wir haben sogar Arsenal geschlagen, also wir können sogar sagen, wir haben Arsenal geschlagen. Also staublicht jeder, der noch eine Stunde Graz. Aber Arsenal ist wieder an der Spitze und wird sich. Ist schon weiter. Das ist klar, weiter werden sie sein. Sie werden die Kaufhauser sicherlich bestreiten. Wir können theoretisch, wenn sie verlieren in Sparta Prag oder wir einen Unentschieden machen, wir gewinnen theoretisch noch den ersten Platz verlieren. Da hätten wir natürlich noch einen leichteren Gegner. Aber. Wir nehmen es, wir sind froh überhaupt weiterzukommen. Also wir müssen jetzt nicht noch sagen, wir wollen Erste werden. Das wäre dann wirklich ein zu hohes Ziel. Jetzt los, das letzte Europa League Gruppenphase-Spiel. Sind wir noch gewesen, da wir nachher wahrscheinlich 2 Spiele noch haben werden und ob wir dann noch weiterkommen, das wäre dann, das ist nicht in den Sternen, das kommt auch darauf an, ob wir ein es kommt auch darauf an, welchen Gegner wir zugelost bekommen. Aber ich sag mal, wir haben Arsenal geschlagen, also wir könnten auch gute Vereine schlagen, wie zum Beispiel auf diesem Niveau vom SC Freiburg. Also wir können auch Bundesligisten schlagen, also wenn jetzt ein Bundesliga-Verein wieder da auf diesem Level klar. Die Europa League werden nicht so die, wenn jetzt nicht so Bayern oder so, die mich mal nicht dran, auch Real oder Barcelona oder City oder so kommen. Oder PSG, aber sicherlich auch aus den Top 5 liegen sicherlich Mannschaften, die sich bei der Champions League noch kommen ja direkt platziert, also Champions League, die kommen noch und dann alle ersten 2 Platzierten in der Europa League. Wir können nach dem Spiel mal schauen, wer alles so weitergekommen ist, da können wir sagen.
Heißt sogar ein Schweizer Gegner. Aber würde auch nicht sein, sagen, ich weiß es nicht. Ich denke, Basel ist wahrscheinlich schon dabei, nehme ich mal an. Auch vielleicht sogar Champions League, aber vielleicht sind sie auch herausgefallen. Oder fallen heute raus, so meine ich. Sie sind schon rausgefallen, weil ja wahrscheinlich Europa League etwas später kommt. Champions League, let's go! Der ist stark. Ja, ciao, Kvyat. Zeigen, ob er noch ob er auf Bundesliga-Niveau mitspielen könnte. Oh, haben die nicht Spaß auf dem Tor? Sind ja, die haben gerade noch ein Tor. Haben noch neu da. Ich glaube schon. Also sie haben einen Sonder gekauft, das kann natürlich noch sein, das ist natürlich noch möglich. Jetzt. Löcher. Ei. Da ist das 1 zu 0. Das 1 zu 0. Und jetzt. Yes. Sind die falschen Fans. Wir gehen zu den Auswärts. Egal, wir haben so ein großes Stadion. Und wo gehen wir nun? Schon 4 Tore, ne? Ja, das ist eine gute Leihe von mir. Und auch bis im Sommer da. Eine Jahresleihe habe ich ihn geholt. Wo wir dann alle ersetzen soll, der noch. Ich habe gesagt, früher, wahrscheinlich im März. Jetzt knapp etwa wieder. Ich weiß gar nicht. Wir kommen der Start natürlich noch nicht, aber ich denke, Verlauf der ersten Partien wird wahrscheinlich wieder etwas zurückkommen. Aber ich werde natürlich nicht von, ich werde natürlich genug Zeit geben, um wieder zurückzukommen. Denn wir haben ja mit dir einen guten Jungen, einen Spieler, der verdient hat. Der die Chance gepackt hat und sogar Europa League spielen kann. Sogar Europa League. Und auch ein Grund gewesen, dass er so gewesen ist, weil die Liga ist gut. Liga, aber es ist nicht die berauschendste Liga. Von der Premier League natürlich, aber gehört er da Europa League. Darf Europa League spielen, ja. Nicht schlecht. Schlecht, aber drehen uns schon sah. Schön. Pause, Pause.
Koch. Nicht drin, da war nicht drin, leider. Ah, nichts, nichts, nichts. Warten wir noch 2, 3 Minuten oder gute Zeit. Ah. Wir sind auf Kurs. Freiburg wird mit gewisser Wahrscheinlichkeit leider nicht in die K.O.-Runde der Europa League einziehen. Kommt da nicht, aber es muss ein Offensiver kommen, das ist klar. Und ja. Ja, so. Hat auf Jancha. Da läuft loser Tempo. Ancha kann Tempo mitnehmen. Ancha kann Tempo mitnehmen und präzise Flanke aber. Schon gut, schon gut. Ich dem alles gelingt. Uff, was mein eigenes Tor ja noch deckt. Ah. Quillig. Ah, das war mein. Ah, Petersen. Das wird wahrscheinlich nichts mehr. Ah, oh, reicht durch gewesen. Zweiter Wechsel. Wurschfaul. Ja, ich hab nur der Wurschfaul kommt jetzt. Uff, da ist gerade ein Kopf größer. Ei, Handschuh bekommt noch eine Chance. Kurz gedreht. Ich war. Was? Und der berührt.
Nach dem Böller ist gut. Halt nicht. Yes. Haben die Partie auch aus. Und wir sind la 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 K.O.-Phase, K.O.-Phase. Ja, noch mit einem Sieg. So kann, mit einem Sieg kommen wir in die K.O.-Phase. Was denn, was denn, habe ich gesehen. Gewinnt, ja gut, das sind die Zweiter. 3-0, wir sind Zweiter. Zweiter, Zweiter, Zweiter. Brauchen wieder Punkte mal in der Liga. Und nicht. Heißt, was heißt Köln, Köln, Marseille, eine Batsche Krasse da, Frage Konnersport, Villarreal Bordeaux, Zenit Amsterdam, Bergamo, Frenkie Medipol Basak, was ist hier? Was ist denn? Olympic Lyon, Berlin, Lazio Rom mit Wiener und Galatasaray, Gulmares, Lokomotiv, Moskau, sondern nicht Gulmares, auch schnell. Die sollen sicherlich einen von den schlagbaren Gegner. Wie wenn es sehr schwierig. Wir sind schlagbar, natürlich, das ist wenig. Aber nicht einfach. Kann man schlagen. Ja, nicht einfach. Auch ein bisschen schwierig. Kann man alles bei Schwierig und Klar haben? Kann man auch schlagen. Ja. Wir werden sehen. Sind sie schlagbare Gegner drunter? Aber wir hoffen natürlich auf Losglück, dass wir nicht gleich den stärksten Gegner erwischen. Aber wir werden sehen. Cool wäre das schon. Okay, cool. Natürlich oder Lokomotiv Moskau. Ah, oh, Geld bekommen Geld. Wir bekommen Geld. Alter, ist erst Ui, hier kann ich nicht glauben. Ja, B-Mannschaft. Zulecht. Ah, nein, scheiße. Ist gut. Auch nicht schlecht. Auch nicht gut. Uff, 9-2-2. Siebter Uff. Haben sogar gut, wir haben noch einen Punkt mehr. Aber wir müssen aufpassen, dass wir jetzt nach oben können. Schon 10 Punkte. Und 10 Punkte auf den momentanen europäischen Platz. Das wird schon. Einfach. Aber jetzt können wir. So, was wir momentan
Gegner nicht gemacht haben, halt dann rausschieben. Komm, gegen den Tabellenzweiter, oder wer ist es? Tabellenzweiter, ja komm jetzt. Das wäre jetzt wichtige 3 Punkte. Um, theoretisch mit einem könnten wir theoretisch die das Grenze holen. Vielleicht sogar da bedienen, das könnte von uns gewinnen. Das wäre natürlich eine wichtige Schritt wieder nach oben. Hier einen Platz gut machen, vielleicht sogar einen zweiten. Der hat sich mit dieser Mannschaft dann Verteidigung, setzen wir heute auf. Haben wir niemanden? Dann nehmen wir halt Schutz. Wir können fitteren. Da ist vielleicht das wieder. Stimme Österreicher. Oh, vorne auch. Sicher noch, dann nehmen wir sonst Etze. Oh, der ist noch fit. Fit. Was stürmen wir ja nicht mehr. Ja. Wir werden uns sicherlich im Winter verstärken. Klar, wir sind jetzt nicht die, die übermäßig Geld haben, aber werden sicherlich Spieler für den Sommer holen. Das. Oh nein, sind. Gut, geht noch, Violett. Doch, das geht. Jetzt wird es dunkel, aber wir kennen das schon. Werden sicherlich Spieler für den Sommer holen. Die Vertragsablaufspieler, gestandene Spieler, also aus Bundesliga oder aus Zweitliga, dass sie sicherlich besser lieber als das und 68 plus 67, 67 Minimum. Oder 67 bringt es nicht. Am besten natürlich 70er bis sogar Mitte 70er Bewertung. Sich eine. Oh, die ist gleich mit einer Balleroberung und gleich nach vorne zu Etze. Uiuiui, das wäre es gewesen, was für ein Schuss. Aber Etze. Etze. Was machst du, Etze? Ah. Hier los. Jemand. Koch. Ein bisschen geschlossen, denn wir sind immerhin in der Europa League in der K.O.-Phase. Also da wissen wir eigentlich schon. Zeigen, was wir drauf haben. Mit der Liga Minimum in der Tabelle Mittelfeld, wenn ich sogar nach vorne mitspielen. Uff! So lag das heute wieder mal 3 Punkte, dass wir da wieder etwas näher kommen. Und die nächsten Wochen bzw. gut ins neue Jahr starten können, weil wir das zweitletzte Spiel in diesem Jahr. Ja, 2017, oh schön. Was kommt? Was faul? Wo? Wo war dein V? Kommt jetzt. Also, das ist wieder unser Mann. Er wurde dann alle fast schon vergessen gemacht hat. Und das natürlich war natürlich meine Absicht, dass in diesen 7 Monaten, wo er weg ist, und vielleicht sogar noch etwas mehr, dann wieder 100% fit ist, dass wir ihn vielleicht noch erreicht. Ja, ich glaube nicht, dass für die K.O.-Phase Europa League reicht. Was ich finde, war es. Weiß nicht. Also 4 Monate ist nice, mehr als 4. Wahrscheinlich etwa 5 Monate sind es jetzt. Minimum. Das wäre, was haben wir jetzt? Nein, 5 Monate, das wäre ja Sommer. Ja, es ist im Sommer gepassiert. Ist in der Liga passiert? Ich glaube nicht. Das heißt, jetzt ist Juni. Juli. Ja, das sind weniger als 5 Monate. Ja, da wird es vor Februar, wird es, ich denke. Ja. Ich denke etwa im März. Ich würde schätzen, Ende Februar, Anfang März. Denke ich, ist da wieder auf gutem Niveau. Vielleicht schon etwas. Oh, ein Sortias!
gibt es hier nicht so Zweitmannschaften oder so, das wäre schon noch cool. Klar, jetzt Bremen bei Bremen, aber wenn man jetzt keine Karriere macht, so wie Juniorenspieler, da könntest du das Spieler raufholen und da sagen, heute tue ich jetzt die in die Junioren-Nazi oder so. In die zweite Mannschaft, da könnte da Spielpraxis haben, würden die im Team bleiben, aber würden immerhin noch Spielpraxis bekommen. Wie simuliert, das wird wie Match simuliert, das wäre schon noch cool. Eine zweite Mannschaft, eine U23 oder eine U21, wie auch immer. Sein erstes Tor. Und ich habe gesagt, er hat ihn vergessen gemacht. Ja, gut. Gut, der Rupert hat jetzt 4 Tore gemacht. Gut. Gut, er ist einfach quirlig, also gut. Klar können wir jetzt sagen, er hat, nein, vergessen gemacht, ist schon jetzt übertrieben, aber er hat sicherlich keine schlechten Leistungen gezeigt und das konnte sich durchsetzen und hat da hier einen Stoppplatz erkämpft. Wir führen 1 zu 0. 10 gegen 10. Der größte Unterschied ist die Größe. Oh, schön. Stoß von aus der Wien. Sieben Handel. Pause. Schön 1 zu 0. Das ist nicht schlecht. Genau spielen. Wieder. Oh Gott. Koch. Jetzt sind wir noch mit einer Flanke.
Gefährlich. Lover. Wieder auf eine 4er-Abwehr umgestellt. Nein, in der 35. Minute, das gibt's doch nicht. Vier Pech. Nein, nicht so einziehen. Das ist
nachdem sie natürlich geht so nicht, so lang geführt. Nein! Oh! Nein, Krisengipfel Sturm Graz. Krisengipfel Sturm Graz. Ei, Krisengipfel, ein Krisengipfel. Eine leichte Krise. Eieieiei. Spiel hätten wir gewinnen müssen. Wenn wir offen dran bleiben hätten wollen, aber. Krise, Krise. Krise Sturm Graz. Leichte Krise. Nicht ein riesengroßer, aber. Sie können sicherlich nicht zufrieden sein bis mit der momentanen. Was 10 Spieler von ihnen um? Was 10 Spieler? Was aus 10 Spieler? Nicht so viel, oh mein Gott. Nicht 1000. Oh. Kein Geld, hat kein Geld, kein Geld. Gut. Was? Will nicht verlängern, ja super. 1000. So, ist noch gut. Talent. Ja, ein Talent, das müssen wir schon. Oh. Nein. Fünf gut. Das ist leider, das ist klar, dass der abläuft. Welche noch ein bisschen da und so. Ende 2017. Zurückgezogen, ja. Wäre natürlich nicht schlecht.
einem Sieg sich zu verabschieden. Zu Hause. Weiter, Jungs, weiter, Jungs. Ja, koch. Geht doch. Es geht doch. Es geht noch 4 noch. Ja, jetzt haben wir uns endlich mal aus der Krise geschossen. Dann sind wir 10 Punkte hinter dem dritten. Geht also noch. War's also jetzt wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal dann. Jetzt der Transferfolge. Jetzt wieder im Februar weitergeht. Gegen Mottersburg. Letzte Spiel in der Hinrunde war das. Tschüss. Euer Alex.